Hallöchen, liebe Leute. Nachdem wir diese komische Zugspitze abgestiegen sind, haben wir uns ja nicht mehr gemeldet. Es gibt da gute Gründe dafür. Wir waren all total nass, total gefroren. Und wir mussten uns noch einen Schlafplatz suchen. Das hat noch ein bisschen gedauert. Und dann waren auch die Schlafsäcke komplett durchnässt. Und deswegen hatten wir eine richtig eklige Nacht. Wirklich eklig. Zweite eklige Nacht. In der ersten sind die ja auch abgesoffen. Naja, und dann haben wir uns den Wetterbericht angeguckt. Und leider ist es in Österreich so, dass die ganze Woche es Regen gibt. Es gibt heute noch einen kleinen Ticken schönes Wetter, aber danach ist wieder Sturm, Regen und Scheißdreck. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren mal wieder in eine ganz, ganz andere Region. Wir fahren etwas länger. Und von dort aus werden wir euch dann wieder berichten. Für euch, wie war die Nacht jetzt für euch? Vielleicht ein Stückchen besser als die erste, aber wieder mal nasse Klamotten. Ja, ich spreche ja auf Spanisch, genau. Und der Navi spricht eine andere Sprache. Er ist typisch Bruce. Also es war wieder mal nass, in nassen Schlafsäcken geschlafen, zum Teil geschlafen, zum Teil nicht geschlafen. Es hat zwar geregnet, aber nicht mehr so doll, aber wir wünschen uns auf jeden Fall für diese Nacht eine trockene, ruhige, warme Nacht, das wäre am besten. Ja genau, deswegen hängen hinten unsere ganzen Schlafsäcke und die Schuhe sind mit Zeitungspapier vollgestockt, damit das während der Fahrt jetzt alles ein bisschen austrocknet. Einen wunderschönen, sonnigen, guten Abend. 6 Stunden Fahrt haben wir knapp fast hinter uns. Und zwar, weil wir nicht im Regen wandern wollten, weil wir nicht mit knappen 6 bis 8 Grad draußen in der Nacht schlafen wollten, weil wir alle total durchnässt waren, sind wir jetzt ins schöne Sachsen gefahren, wo wir mit der Familie vor kurzem erst waren und wollen unser Pennerwandern hier fortsetzen. Wir haben noch einige Tage Zeit, also knappe 4 Tage haben wir noch Zeit. Jetzt ist es Abend, knappe 7 Uhr. Es ist schön sonnig, es ist schön warm. Und wir werden uns jetzt erst einmal einen Schlafplatz suchen. Und zwar dort hinten auf diesem wunderschönen Berg. Dort werden wir heute versuchen, unseren Schlafplatz einzurichten. Unser Bromobil. Und die Bros, die packen hier alles zusammen. Die ganzen Klamotten waren am Trocknen während der Fahrt. Da kommen wir dem Berg immer näher. Und wir haben jetzt erfahren, der Berg heißt Zirkelstein. Warum das so ist, wissen wir nicht. Werden wir nebenbei noch googeln. Und dann erzählen wir noch darüber. Leute, was erhofft ihr euch von der heutigen Nacht? Ein Schlafplatz ohne Regen. Okay. Ja, das Einzige. Eine trockene Nacht mit vielen Sternen. Vitek, warum bist du so ruhig? Spar meine Energie. Aha, okay. Liebe Leute, am Fuße des Zirkelsteins haben wir uns gedacht, dass wir erst einmal uns ein Lager aufbauen. Weil es kann ja sein, dass es regnet. Unser Navigator Vitek hat da was bei sich entdeckt, dass es regnen könnte. Deswegen bauen wir uns jetzt erstmal ein Häusle. Und ihr müsst mal gucken, wie hübsch das geworden ist. So, guck mal. Das ist hier schön zugedeckt. Hier ein paar Balken. Da schon unsere Fahne aufgehängt, gehisst. Hier werden wir nachher sitzen. Gleich schmeißen wir da noch eine Plane drüber. Und dann ist das alles wunderprächtig. Und hier kommen überall unsere Hängematten rum. Das wird ein geiler Schlafplatz. Ne, Leute? Perfekt. So schnell kann ein Tag enden. Noch haben wir da oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt,
unser Lager nicht zu Ende gebaut, ist die Sonne schon unten. Und wir haben angefangen, hier unseren Plan aufzuhängen und da hinten ein Zelt aufzubauen. Ich mache mal das gleiche nochmal mit Licht. So, hier. So sieht heute unser Schlaflager aus. Und da oben, da bei diesem Felsen, da ist unser Sitzlager. 10 Uhr ist das schon, Leute. Nach 10 sogar. Da hinten sind die Leute noch am Wuseln. Machen da ihren Schlafplatz fertig. Und ich habe unser Sitzplatz fertig gemacht. Musste das ein bisschen schneller gehen, also plane drüber. Und so schön wird das hier bei uns gleich aussehen, wenn wir uns hier unser Essen kochen und das Bierchen saufen. Ich hoffe, man kann uns sehen. Das Licht ist ganz, ganz gering. Aber wir sitzen hier in unserer Hütte und alle sind dabei, sich lecker Essen zuzubereiten. Erzähl mal, Leute, wie ist heute der Tag verlaufen? Eine scheiß lange Autofahrt war das. Oh ja. Ja. Ja, das sowieso. Aber dafür sitzen wir wieder draußen. Und zwar in einer richtig geilen Hütte. Ja. Und die Autofahrt ist schon fast vergessen, oder? Ja. Ja. Und die Hütte selbst gebaut. Ja. Die Hütte selbst gebaut. Gebaut. Die Schlafplätze richtig schön fertig gemacht. Heute wird uns kein Regen schaden, oder? Nee. Denke mir nicht. Und ich hoffe, es regnet trotzdem nicht. Ich möchte noch sagen, ich bin heute sehr, sehr stolz auf mich, weil ich das alleine geschafft habe. Zwischen zwei Bäumen und nicht eingeschlafen bin mit einer Maske auf dem Kopf, auf dem Gesicht. Ich glaube, heute werde ich besser schlafen. Jurczyk, Bro. Ja? Wie ist es bei dir? Kaputt irgendwie. Man sieht dich überhaupt nicht. Besser so. Na ja, gut, dann machen wir uns gleich mal schön leckeres Essen. Und hier unten haben wir noch so eine schöne Kerze stehen. Und euch wünschen wir erstmal eine gute Nacht. Und bis morgen. Morgen geht das in alter Frische wieder los. Ich denke mal, morgen haben wir viel, viel was zu sehen, Action und viel Wandern.